Rote Leiger gibt es seit 1892. Wir führen den Betrieb, meine Frau, die Susanna und ich, in vierter Generation. Also ich bin natürlich hier aufgewachsen im Betrieb und dann bin ich weg in die französische Schweiz, dann Studium in St. Gallen an der Hochschule und ich habe mir dort geschworen, ich werde alles machen in meinem Leben, ganz sicher nicht Hotelier, ganz sicher nicht. Ich bin jetzt seit 10 Jahren verantwortlich für das Hotel Eiger in Mürren, aber seit über 40 Jahren hier, weil ich aufgewachsen bin hier, ich bin hier zur Schule gegangen und natürlich dieses Bergdorf Mürren hat sich mir sehr angetan. Ja. Und dann bin ich eigentlich hierher gekommen, übergangszeitig mache ich jetzt das mal und musste feststellen, mit Leuten zu arbeiten ist viel toller als mit allem anderen. Ich glaube, das ganz Wichtigste ist eben spüren, was der Gast für Bedürfnisse hat. Und darum möchte ich versuchen, so viel wie möglich einfach auch mit dem Gast in einen Smalltalk zu kommen. Und dann kommen diese Geschichten auch raus, wo man irgendwas auch ihm verbessern kann, wo er einfach dann Freude hat dran. Ja. Die Natur erleben ist hier sehr, sehr intensiv, weil eben wir diese 4 verschiedene Saisons auch wirklich haben. Im 1968, ganz ein spezielles Jahr, wurde hier der James Bond-Film gedreht, im Geheimdienst Ihrer Majestät. Und obwohl überhaupt kein Schnee war, hat es geheißen, das macht ja nichts, das ist ein Bond-Film, dann machen wir halt Schnee. Wir haben im Hotel eine James Bond-Suite, dieser 70er-Jahres-Stil, natürlich auch ein paar Gadgets, die man einfach auch mal sehen muss. Ich kann da nicht zu viel verraten. Ja, ich glaube, das Wichtigste an der Gastgebergeschichte ist, dass man einfach Freude hat, etwas zu geben, dass der Gast am Schluss rausgeht und einfach die tollste Zeit in seinem Leben gehabt hat, weil die Ferien sind die wichtigste Zeit im Leben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Natürlich haben wir Infrastruktur, haben wir ganz gute, tolle Mitarbeiter, aber am Schluss zählt ganz sicher einfach dieser persönliche Kontakt fast am meisten von der Urlaubszeit.